Lautstark mit Sam's Pizzaland. Best Pizza in Town. Für alle Partygänger, auch im Alberock Dietikon. Sam'sPizza.ch. Willkommen zu Lautstark im 2017, das Musik- und Kulturmagazin auf Star TV. Neu bringe ich dir jede Woche spannende Persönlichkeiten aus der Showszene Schweiz. Für das begleiten wir oder besuchen Musiker, Schauspieler bis hin zum Comedian direkt an der Show, am Konzert oder sind an spannenden Musik-Events. Ob Schweizer im eigenen Land oder internationale in der Schweiz, lasst euch überraschen. Und für die erste Ausgabe hat es mich in schönen Winter der Tour verschlagen. Ja, Damen und Herren, Schauspieler, Liedermacher, Kabarettist und diplomierter Biochemiker. Unglaublich. Der beste Gast für die Neuausrichtung von Lautstark. Es ist relativ früh festgestanden, dass unser heutiger Gast, der 35-jährige Berner Nils Althaus, auf die Bühne gehört. Als Sechsjähriger hat er angefangen Cello zu spielen, im Studium zum Biochemiker bereits die ersten Lieder geschrieben und später zu Bern und St. Gallen als Chansonnier-Lieder vorgetragen. So viel Vorarbeit und Tatendrang wird belohnt. Im 2007 erscheint dann die erste CD mit dem Titel «Fussnoten». Und auch der zweite Tonträger hat es nicht auf sich warten lassen. Die CD endlich im Jahr 2009. Doch die ganz grosse Bühne hat Nils Althaus aber dann mit seinen Hauptrollen in verschiedensten Kinofilmen bestiegen. 2007 im Film Breakout als Hip-Hopper. Du, bist Schweizer? Nein, Jurassier. Was? Jurassic Park, kennst du? Ich komme von dort. 2009 im Sog der Nacht. Ja! So behandelt man doch keine Prinzessin. Oder 2012 im Film «Eine wie ich», Nachverfilmung von Dellenbach-Karri. Mit seinen Auftritten bei Jacobo Müller im Comedy-Labor oder in seinen zahlreichen Bühnenprogrammen wie zum Beispiel «Die Lego-Reinkarnation» oder «Ehrlich Kate» ist der Nils Althaus nach über 500 Auftritten, 12 Filmen und 2 CDs in Schauspieler, Liedermacher und Comedy-Szene ein namhafter Begriff. Hey, nochmal. Und der Nils ist natürlich schon bereits dran. Aber das ist eben bei einem richtigen Künstler so, oder? Hey, nochmal. Sali, Nils. Ja, ciao. Wir haben dich eigentlich gerade ein bisschen gestört, oder? Kann man schon so sagen? Kann man, das kann ich jetzt zugeben, es ist ein bisschen so. Ja, noch schnell ein bisschen. Wir haben jetzt heute Abend haben wir einen Auftritt und noch schnell ein paar Sachen durchspielen. Ich mache das meistens eigentlich noch so für mich, kurze Momente, die wichtigen Stellen. Und es ist ja eigentlich extreme Routine, kann man schon so sagen. Oder? Ich meine, seit 10 Jahren ist der Nils auf der Bühne, auf dem Bildschirm zu sehen. Kabarettist natürlich und jetzt eben heute Abend Bundesordner hier in Winterthur. Muss man da überhaupt nicht etwas trainieren? Oder ist das schon fast so ein bisschen. Nein. Ja, also ich spiele zum Glück nicht 10 Jahre die gleichen Lieder. Von dem her muss ich hin und wieder mal etwas Neues üben. Genau. Ja, das mit Routine, also eine gewisse Routine stellt sich schon ein, aber das ist, würde ich sagen, mehr so eine emotionale Routine. Also, dass man irgendwie so das Gefühl hat, es ist irgendwie normal und okay, auf der Bühne zu stehen. Und so vom Technischen her ist halt schon, jeder Song ist wieder neu, jede Passage muss man ausprobieren. Und auch wenn ich schreibe, also alle Nummern, die ich schreibe, im Grunde genommen weiss ich nie, was passiert. Also, ich kann nie im Voraus sagen, die funktioniert, die ist gut, die wird witzig. Also von dem her, die Routine, die hat sich bei mir noch nicht eingestellt. Und wenn es nach 10 Jahren nicht funktioniert, glaube ich, wird das auch nicht passieren. Sehen wir noch den Donald Trump. Da brauche ich doch ein bisschen Platz. Donald Trump. I'm gonna make America great again. You know, like in the good old times. You know, when we had slaves. Und da gleicht ein bisschen an Marine Le Pen. Haben wir sie da. Die sieht es vielleicht auch.
Nicht nur inhaltlich. I like your hair. It looks like my hair. I like people who look like me. Who are you? I am, I don't care who you are. I am the Donald. I'm gonna make America great again. Without Muslims. Without Mexicans. With slaves. Maybe Mexican slaves. Maybe with slaves, but not with my hair. This is my hair. Give me my hair. Oh, this is my hair. Go away. No, this... Hey! Gut. Dann haben wir noch den Christoph Blocher. Kommt da wieder auf die Welt. Ja, es ist... Er ist manchmal nicht auf den Kopf gehabt. Dann haben wir noch seine Tochter. Seine Tochter in einem früheren Stadium. Nathalie Rickli wird auch noch wieder geboren. Allahu Akbar! Das war der Waldet Gashi. Er ist zu spät gekommen. Er hat ja eigentlich zu den Jungfrauen gewonnen. Es ist eine tragische Geschichte. Es ist etwas auf dem Weg passiert. Er ist leider gestorben. Dann haben wir noch Francine Jordi wird auch noch wieder geboren. Ah, Francine Jordi, komm. Gut daher kommen. Ich habe eine Träne in meinem... Wie du schon gesagt hast, du hast jetzt ein bisschen Pause gemacht. Sozusagen. So auf der Leinwand war schon einer wie ich, der Tellenbach-Karri, oder? 2012. Und dann ist eigentlich so der Break, oder? Also du hast dich ein bisschen zurückgezogen vom Film. Ist jetzt wirklich immer mehr Gabaret-Bühnenauftritt. Jetzt kommt das dritte Album endlich auch um die Ecke, dann im März. Ist das bewusst auch so? Willst du gar nicht mehr richtig filmen oder nimmst du dir einfach ein bisschen Auszeit? Ich für mich empfinde das mehr als Auszeit. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich wieder mal ein bisschen mehr spielen würde, ich mache so sehr gerne. Aber eben wie gesagt, ich finde es lohnt sich mehr Fokus zu haben auf etwas, als überall ein bisschen mit einem halben Bein nur drinnen zu stehen. Und das Gabaret ist halt einfach, die Bühne, da merke ich halt einfach schon, da kann ich Sachen sagen, die ich für wichtig halte. Und beim Film führe ich diese Sätze aus und sage diese Sätze, die jemand anders schreibt, die ich nicht immer für wichtig halte. Die grosse Veränderung hat sich natürlich auch in diesen 10 Jahren ergeben, aber auch schon früher. Ich meine, jetzt, wenn man so in den Musikstil anschaut, früher hast du eher so ein bisschen Hip-Hop oder Heavy Metal gelost, oder? Als Person? Ist sehr, natürlich, oder? Ist sehr lange her, oder? Ich bin ins Archiv gegangen, muss ich sagen. Ich habe dich gelasert, sozusagen. Vielleicht sogar Sachen herausgefunden, die man nicht mal sagen darf, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall. Mal schauen, wie lange du da noch stehst. Aber ist eine grosse Wandlung, die du da gemacht hast, oder? Also vom Sound, wie ich ihn machen meinst, oder? Also was sich sicher verändert hat, ist meine Art, Gitarre zu spielen und Songs zu machen und so. Und es sind mehr Einflüsse gekommen von... Also die ersten Lieder waren halt wirklich sehr auf der Troubadour-Schiene. Ich habe meiner Liebsten, nachdem sie ja hat gesagt und so weiter. Und jetzt wird es halt auch ein bisschen bluesiger mal, oder? Eben zum Beispiel. Und ein bisschen Bossa Nova. Kann ich nicht auf dieser Gitarre, sondern auf die andere Gitarre. Jedenfalls, aber das macht mir auch Spass. Mir musikalisch einfach ein bisschen weiterzukommen, nicht bleiben zu stehen und ein bisschen auf eine Schiene zu kommen, wo es nicht mehr so eine Imitation ist von Sachen, die es schon gibt. Also am Anfang konnte ich einfach das spielen,
auf der Gitarre, die halt andere auch schon haben gespielt. Ich habe nicht gut Gitarre gespielt. Also ich habe Cello gespielt ursprünglich. Und je mehr dass ich bei drin komme, desto mehr Möglichkeiten haben sich mir eröffnet. Und das gibt dem die Möglichkeit, ein bisschen ein eigenes Gleis zu finden. Noch eine letzte Zigarette, das letzte Glas. Der Eschenbecher leeren und der Köder auf die Straße. Und dann mache ich mir zum Stau. Du hupisch, wenn ein Gil über die Straße rennt und dann eine grosse hilfst drüber. Das geht doch nicht auf. Das geht doch nicht auf. Und deine Ziegestumpen gehst alle am Boden. Aber die Köder entsorgst, das geht doch nicht auf. Das geht doch nicht auf. Schon ein bisschen beim Gabaret sind. Laut deiner Biografie steht ja, Nils Althaus ist kaum zu beschreiben. Ist das wirklich schon Gabaret oder ist es ein bisschen selbstverliebt? Stimmt, das, ich weiß nicht, ob ich den Satz wirklich noch lang so stehen lasse. Es ist so ein bisschen, ich meine, es bezieht sich natürlich darauf, dass ich einfach viele verschiedene Sachen habe gemacht natürlich. Und dass ich mir gerne die Freiheit rausnehme, dass ich nicht irgendwie eine Berufsbezeichnung haben und damit hat es sich erübrigt, oder? Aber ja, vielleicht ist es ein bisschen selbstverliebt. Ja, vielleicht müsste ich mal die Biografie ändern. Aber ich meine, als Schauspieler muss man das ja auch sein, oder? Oder nicht? Nein, ich glaube nicht. Also, nein, ich finde nicht unbedingt. Also, es braucht schon wahrscheinlich ein gewisses Selbstbewusstsein, dass man sagt, ich bin genug wichtig, dass mir die Leute zuschauen, das stimmt. Ja, aber ich glaube, die Selbstverliebtheit kann ja störend sein. Also, wenn man da keine Mut mehr hat, irgendwie sich selber ein bisschen zum Aff zu machen. Ich stelle mir die Wahrheit manchmal vor wie eine Kugel. Eine perfekte Kugel. Und die Kugel, die sieht man aber nicht, weil die ist überwuchert von da ist Fake News und da ein Aberglauben und da ist Selbsttäuschung und so. Und das geht so in alle Richtungen und das sieht dann am Schluss eher so aus wie irgendwie ja, Spreitenbach. So, man könnte es nicht wirklich beschreiben. Man möchte es aber auch nicht wirklich beschreiben. Und an diesem Spreitenbach musst du so lange alle Unwahrheiten abmeißeln, bis am Schluss die Kugel von Wahrheit wieder vorkommt. So stelle ich mir das manchmal vor. Und genau so ist es nicht. Nein, es ist umgekehrt. All die Unwahrheit in unserem Kopf, all der Stuss, die geben immer eine Kugel, wo man denkt, ja, klar, verstehe ich, eine Kugel. Und wenn etwas nicht in die Kugel passt, gehört es halt nicht in die Kugel. Psychologen nennen das Confirmation Bias. Und das bedeutet, ich habe es nachgelesen, nur das Glauben, was die eigene Sicht bestätigt. Das sei das Normale. Das andere, nur das Glauben, was wahr ist, das ist viel anstrengender. Da muss man sich ständig selber hinterfragen, oder? Und genau recherchieren und abwägen, pro und contra und so. Und das meine ich mit umgekehrt. Mit einer Kugel fängst du an. Und wenn du bei dieser Kugel minutiös alle Unwahrheiten abgemeißelt hast, dann kommt am Schluss Spreitenbach vor. Was sich jeder so denkt, sorry, das ist so lange an dem Ding, wo man gemeißelt hat, ist jetzt auch nicht wahr. Und du musst sagen, doch, genau das ist es. Ja, ich meine, wir haben immer das Gefühl, die Wahrheit sei verständlich, oder? Oder? Und manchmal kommt ja mal einer und sagt mal, endlich die Wahrheit! Und komischerweise kommt man immer draus, wenn einer die Wahrheit sagt. Ist euch das schon aufgefallen? Die Wahrheit ist immer nur so kompliziert, dass man gar nicht rauskommt. Weil nämlich vor 14 Milliarden Jahren alle Massenteile noch einmal zusammengekommen und sich geeinigt haben, Urknall ja, aber so, dass der Stefan und Helen aus Spreitenbach noch rauskommen. Ja, und da der Orban und der Farage und der Köppel, der Putin, die Le Pen, Petri, bei denen kommt man immer raus. Und 20 Minuten und der Blick am Abend und Facebook-Algorithmen, die geben immer eine Kugel.
kann man alles erwarten bei Aussetzer vom Nils Althaus? Was erwartet uns vor Ort? Lieder, Stand-ups, also ich erzähle viel, ich habe viele satirische Songs. Das ist doch jetzt das Grundmaterial. Spielen die eine oder andere Rolle so kurz ein an. Aber es ist nicht ein Schauspielerprogramm. Es ist wirklich mehr so Stand-up, Kabarett, Satire, Songs. Und es, ja, wie soll ich sagen, ich greife wirklich die grossen Themen an. Also die Frage, was ist ein gutes Leben und gehört da aber dazu. Und es wird ein grosser Teil Unterhaltung sein und sehr lustig und witzig. Und aber auch ein grosser Teil Inhalt, den ich finde, um die geht es. Ja? Was machen wir auf der Welt? Leben wir richtig oder nicht? Sollten wir Mikrofon haben oder Kinder heilen in Afrika? Die Frage. Also wenn ihr da noch keine Klarheiten habt und wenn aufgeklärt werden, dann lohnt sich wirklich Aussetzer zu schauen. Genau, mehr Schulstunde als etwas anderes. Wunderbar. Wir verlosen an der Stelle Tickets für Aussetzer in Zürich im Kaufleuten. Was ihr machen müsst, eine Mail an lautstark@starttv.ch. Und mit ein bisschen Glück ist eines von diesen Tickets natürlich dann bei euch zu Hause. Und was natürlich auch gut ist, so viel Honig in der heutigen Sendung ist unglaublich. Es lacht mich schon die ganze Zeit an. Und zwar, das neue Album kommt ja erst im März raus, Nils. 3. März, genau, ist es da. Es ist eine Live-Aufnahme von 4 Abenden, die ich Aussetzer gespielt habe, mit Publikum und viel Sound. Ich gehe der Gitarre und Gesang und aber auch einige Kabarettstücke von mir. Die wir hier an dieser Stelle sehen. Also, wenn ihr am Nils ein bisschen spenden wollt, wie auch ein Lied von dir heisst, dann könnt ihr jetzt ein Mail machen, dann können wir das zumindest gratis über und sogar noch handsigniert an lautstark@starttv.ch. Wir gehen dann nachher noch ein bisschen signieren. Eins schon jetzt an dieser Stelle und, ja, nur zu. Und wenn ihr jetzt kein Glück habt, Damen und Herren, und kein so eins gewinnt, unbedingt in den Handel gehen, im März kommt es raus oder auch auf iTunes etc. Auf meiner Homepage natürlich. Ja. Du, ich wünsche dir wirklich ganz viel Glück mit dem neuen Album, auf der Solo-Tour in der Schweiz und auf die neuen Projekte. Vielleicht gibt es ja bald wieder mal einen Film, man weiss es nicht. Wir lassen uns überraschen und ich würde mal sagen, in der heutigen Sendung wollen wir nicht nur die Schweiz grüssen, sondern besonders Spreitenbach. Spreitenbach liegt mir ganz besonders am Herzen. Dort liegt die Wahrheit begraben. Ja, du hast aufgepasst. Ja, natürlich. Eben, es ist, wenn man alles abmeißelt von den Unwahrheiten, dann kommt am Schluss leider nicht eine schöne Kugel führen, sondern Spreitenbach. So ist es. Super. Mehr von dem gibt es natürlich in seinem Programm. Wir sehen uns nächste Woche wieder im Lautstark auf StarTV und im Netz. Bis dann, eine gute Zeit. Viel Erfolg, Nils. Bis bald. Merci. Dankeschön. Lautstark mit Sam's Pizzaland. Best Pizza in Town. Für alle Partygänger, auch im Alpen-Rock-Dietikon. Samspizza.ch